In dieser neuen Lektion beschäftigen wir uns mit Umkehrfunktionen. Dazu gibt es im Schulbuch ab Seite 118 alle notwendigen Informationen, wer es gerne auch noch nachlesen möchte. Als erstes wiederholen wir mal aus der 5. Klasse die Begriffe Subjektivität, Injektivität und Bijektivität. Beginnen wir damit einmal mit der Subjektivität, also wann sind Funktionen subjektiv? Ich klatsche euch mal die allgemeine Definition hin. Also ich habe eine Funktion f von einer Definitionsmenge in eine Wertemenge und dann gilt, f ist genau dann surjektiv, wenn für jedes y aus der Wertemenge ein x aus der Definitionsmenge existiert, sodass f von x dieses y ergibt. Was heißt das? Das heißt einfach, dass jedes Element in meiner Wertemenge durch die Funktion getroffen wird. Und es muss jetzt nicht genau ein x aus der Definitionsmenge geben, das beim Einsetzen die Funktion dieses y ergibt, sondern mindestens eines. Also es existiert heißt ja mindestens eines oder mehrere. Schauen wir uns dazu einfach jetzt mehrere Beispiele an und dann sollte das mit der Surjektivität eigentlich gleich wieder klar sein. Erstes Beispiel, ich habe eine Funktion von r nach r und x wird auf x hoch 3 abgebildet. Das ist einfach eine andere Schreibweise für f von x ist x hoch 3, also quasi hier die Funktionsgleichung und die Definitionsmenge ist r, also hier habe ich die Definitionsmenge und die Wertemenge ist ebenfalls r. So, wenn ich das zeichnen würde, übrigens auch ein Tipp, ihr habt GeoGebra, wenn ihr euch unsicher seid, dann zeichnet es die Funktion, da kann man sich noch mehr darunter vorstellen. Und wenn ich jetzt überlegen muss, ist das surjektiv oder nicht, muss ich mir jetzt nochmal die Wertemenge anschauen. Die Wertemenge, die wir hier angegeben haben, sind die reellen Zahlen. Und das ist x hoch 3, die ist streng monotonsteigend, die kommt quasi von ganz, ganz, ganz unten, von minus unendlich und geht alle Werte bis plus unendlich durch. Und somit wären auf der y-Achse alle reellen Zahlen irgendwann getroffen und damit ist die Wertemenge von dieser Funktion auch wirklich getroffen. Mit anderen Worten, diese Funktion ist surjektiv. Als Gegenbeispiel schauen wir uns die Funktion x² an. Also ich lasse als Definitionsmenge r und als Wertemenge r und x wird auf x² abgebildet. Wir wissen, das ist die Grundparabel. Und wenn ich mir es jetzt überlege, sehe ich ja, eigentlich sind alle Funktionswerte positiv oder 0. Also es gibt auf jeden Fall keine negativen Funktionswerte. Wenn ich hier aber als Wertemenge r angebe, dann sehe ich jetzt da eben, dass nicht alle Elemente dieser Wertemenge getroffen werden, weil r sind ja auch die negativen Zahlen und die werden eben nicht getroffen. Und damit ist f nicht surjektiv. Im Buch, also ich persönlich verwende das jetzt nicht so oft, aber im Buch sprechen Sie in dem Fall hier nur von der sogenannten Zielmenge. Das heißt, prinzipiell sind für mich alle reellen Zahlen erlaubt, aber ich treffe halt nicht alle reellen Zahlen. Und das Buch sagt jetzt da, die Wertemenge sind all jene Werte, die tatsächlich getroffen werden. Also alle Werte f von x, wenn ich die x aus der Definitionsmenge einsetze. Also das Buch trifft hier die zwei Unterscheidungen, das müsst ihr insofern wissen, damit ihr dann ein paar von den Übungsbeispielen bearbeiten könnt aus dem Buch. Also nochmal Unterschied, Zielmenge ist einmal prinzipiell alle Werte, die zugelassen sind. Also ich sage einfach mal, ja, generell könnte ich ganz R treffen. Und als Wertemenge bezeichnet das Buch jetzt da tatsächlich alle Werte, die wirklich getroffen werden. Und nur wenn diese Zielmenge mit der tatsächlichen Wertemenge übereinstimmt, dann spricht das Buch hier von surjektiv. Im dritten Beispiel hier habe ich jetzt da diese Zielmenge oder die Wertemenge auf nur die positiven Zahlen und 0 eingegrenzt, also nicht mehr ganz r. Und jetzt ist die Funktion surjektiv mit dieser Einschränkung, weil es werden ja wirklich nur die positiven Zahlen und 0 getroffen und die werden auch sicher alle getroffen, weil quasi das geht ja hier unendlich nach oben weiter, hier auch auf dieser Seite. Und 0 wird auch getroffen, das heißt, es werden alle positiven Zahlen mit der 0 getroffen, damit ist f surjektiv. Als nächstes kommen wir zur Injektivität. Wann ist eine Funktion injektiv? Genau dann, wenn für jedes x1 und x2 aus der Definitionsmenge gilt, dass wenn sie den gleichen Funktionswert haben, also wenn f von x1 das gleiche ist wie f von x2, dann muss daraus folgen, dass x1 und x2 auch derselbe Wert sind.
Das heißt, es ist jeder Wert aus der Wertemenge kann genau einem x aus der Definitionsmenge zugeordnet werden. Schauen wir uns am besten wieder Beispiele an. Hier habe ich die Funktion x hoch 3 wieder. Jetzt muss ich nur schauen, wird jedem y genau ein x zugeordnet? Da habe ich zum Beispiel y ist 4. Y ist 4. Naja, y ist 4 wird genau, da habe ich hier den Punkt und da habe ich dann unten genau nur dieses eine x. Also es gibt kein zweites x, das mir den Wert 4 ergibt. Und das gilt hier wirklich für jeden Punkt. Ich sehe also ganz genau, jeder Punkt auf dem Graphen gehört immer genau zu einem x. Ja? Also es wird kein Wert aus der Wertemenge von zwei verschiedenen Werten aus der Definitionsmenge getroffen. Und damit ist da die Funktion f sicher injektiv. Beispiel 2, schauen wir uns wieder x² an, wieder die Parabel. Naja, da sehe ich jetzt da, wenn ich zum Beispiel den Wert 3 hernehme, der Wert 3 wird jetzt nicht nur von einem x, sondern von 2x getroffen. Das sehe ich, indem ich einfach da bei 3 eine Waagrechte ziehe mit der Hand. Und jetzt habe ich sowohl diesen Punkt als auch diesen Punkt. Das heißt, einerseits wird der Dreier von hier, also von 1,7 irgendwas getroffen und auch hier wird also von minus 1,7 irgendwas und von plus 1,7 irgendwas getroffen. Ja? Auch der 1, wir wissen ja, minus 1 zum Quadrat ergibt 1, aber auch plus 1 zum Quadrat ergibt 1. Das heißt, der 1 wird auch von zwei verschiedenen x-Werten getroffen. Damit kann diese Funktion in dem Fall mit dieser Definitionsmenge nicht injektiv sein. Ja, was könnte ich machen, damit die Funktion injektiv ist? Ich könnte jetzt hergehen und die Definitionsmenge hier einschränken, sodass ich sage, okay, ich schaue nur mal r plus 0 ein, ich setze nur die Werte ein. Damit beginnt meine Funktion hier und jetzt ist die Funktion wieder injektiv, eingegrenzt auf diese Definitionsmenge. Ja, der 1er wird nur vom 1er getroffen. Der 4er wird nur vom 2er getroffen. Der 3er wird nur von ca. 1,73 getroffen und so weiter. Der 2er wird nur von ca. 1,41 getroffen, etc. etc. Ja, also jetzt wäre die Funktion injektiv. Zum Schluss die Bijektivität. Das ist ganz einfach. F ist genau dann bijektiv, wenn f sowohl surjektiv als auch injektiv ist. Also es müssen beide Eigenschaften erfüllt sein. Dann spreche ich von einer Bijektivität. Wir schauen uns wieder dieselben Beispiele an und überlegen uns jeweils, ob es bijektiv ist oder nicht. Beginnen wir wieder mit x hoch 3. Die Funktion schaut so aus. Wir haben vorher besprochen, es wird jeder Wert der Wertemenge getroffen. Damit ist f einmal sicher surjektiv. Dann haben wir vorher gesehen, es ist ganz klar, jeder y-Wert wird nur einmal getroffen von der x-Achse, also das ist ganz eindeutig bestimmt, jeder y-Wert. Damit ist f auch injektiv. Naja, und wenn f surjektiv und injektiv ist, dann ist f auch automatisch bijektiv. Zweites Beispiel, wir schauen uns wieder die Parabel an. Naja, da haben wir vorher gesehen, f ist weder surjektiv. Warum? Weil nicht jedes r getroffen wird. Dann ist f sicher nicht injektiv, wenn ich jede Zahl aus R einsetze, weil, wie wir gesagt haben, da der Zweier ja, na, das ist jetzt nicht der Zweier, ein bisschen unter 2, 1,8 in dem Fall, von mehreren Werten getroffen wird. Also nicht injektiv und damit ist es auch sicher nicht bijektiv. Jetzt können wir wieder die Wertemenge hier eingrenzen, also die Zielmenge eingrenzen auf R plus 0. Dann ist klar, dann ist die Funktion surjektiv, weil ja jeder Wert getroffen wird aus r plus bzw. 0. Also f ist surjektiv. F ist allerdings weiterhin nicht injektiv. Ja, also nicht injektiv. Ich habe jetzt wieder hier zwei Punkte, die denselben y-Wert, aber unterschiedliche x-Werte besitzen. Damit ist f nicht injektiv und f ist auch nicht bijektiv. Viertes Beispiel. Jetzt grenze ich die Definitionsmenge ein. Aber ich schreibe bei der Wertemenge wieder ganz R hin. Jetzt habe ich wieder nicht surjektiv. Warum? Weil ich sollte ja alle reellen Zahlen treffen. Ich treffe aber nur 0 und die positiven Zahlen. R minus treffe ich nicht. Dafür ist f jetzt aber injektiv, weil genau zu jedem y-Wert gibt es genau einen x-Wert. Das würde jetzt passen. Aber aufgrund der fehlenden Surjektivität ist f wieder nicht bijektiv. Letzter Fall. Jetzt schränke ich sowohl die Definitionsmenge als auch die Zielmenge ein. Habe jetzt beides nur r plus 0.
Naja, jetzt treffe ich einerseits alle Werte aus R plus 0, damit ist die Wertemenge getroffen, vollständig. Und es ist klar, zu jedem y gibt es genau ein x aus der Definitionsmenge. Damit passt das auch mit dieser Definitionsmenge zusammen. Damit ist f einerseits surjektiv, f auch injektiv und insgesamt f bijektiv.